Wenn ich den Titel des Buches von Christoph Wilker mir anschaue, die unbekannten Judenhelfer, wie Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus jüdischen Menschen beistanden, also dann fällt mir zunächst dieser Begriff des Helfers auf. Das Verb helfen, ich denke mal, die ganz grundsätzlichste oder die häufigste Verwendung dieses Verbs ist ja die unterstützen, beistehen. Das heißt, es ist ja ein transitives Verb, es hat ein Objekt, es führt ein Objekt mit. Das heißt, jemandem helfen, das heißt also, ich als Handelnder, als Helfender, mache das ja in Bezug auf eine bestimmte Person. Und das zeigt eigentlich schon, dass dieses Helfen ja eben etwas ist, was mit einem Faktum oder einem Faktum korrespondiert, was generell in der Wissenschaft ja von allen eigentlich geteilt wird, sei es Biologie oder Anthropologie, Sozialphilosophie oder was auch immer. Der Mensch ist eben ein soziales Wesen, das heißt, er lebt nicht für sich allein, er kann auch nicht überleben alleine, sondern er ist eigentlich immer wieder gebunden und verbunden mit seinem Umfeld, mit den anderen Mitmenschen und ja, er ist abhängig, nicht? Und lebt eigentlich nur so. Das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt und daraus erwächst ja eben auch, oder es besteht beim Menschen, bei jedem Menschen, dieses Prinzip der Bedürftigkeit. Menschen sind bedürftig, ja, hilfsbedürftig, nicht? Da haben wir diesen Begriff wieder. Und das zeigt sich vielleicht im Alltag. Es gibt gewisse Situationen, die einfach so sind, man kann sie nicht alleine bewältigen. Nicht? Es sind eben andere da, die beispringen. Das ist ja auch nicht weiter problematisch, ganz einfach. Schwieriger wird es dann, wenn gewisse Notsituationen entstehen, wenn Gefahren auftauchen. Dann ist es ja eigentlich für die Hilfsbedürftigen eigentlich umso wichtiger, umso nötiger, dass ihnen beigesprungen wird. Und ja, das ist eben der Punkt auch hier bei dem Buch. Da sind Menschen beigesprungen, anderen, die hilfsbedürftig, sehr in Not waren. Ich denke mal so im abendländischen Denken, gibt es ja auch so, wenn man sagt, Spurenelemente christlichen Denkens, die sich oder Begrifflichkeiten, die sich dann auch so niedergeschlagen haben in den Köpfen, im kulturellen Gedächtnis auch. Unter anderem dieser Begriff des Samariters oder barmherzigen Samariters. Ne? Das bezieht sich auf die Bibel, ein Gleichnis Jesu Christi. Der Kontext ist ja der, dass eben Jesus Christus gefragt wird durch einen Schriftgelehrten, wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis, da ist einer von Jerusalem nach Jericho unterwegs. Wird unterwegs dann überfallen, ausgeraubt, zusammengeschlagen, liegen gelassen. Und dann kommt ein Priester vorbei und auch später ein Levit und sie sehen den Hilfsbedürftigen, machen großen Bogen und gehen weiter. Und dann kommt ein Samariter, das war ja eine bei den Juden verhasste Volksgruppe, und der bückt sich, der macht quasi die Erstversorgung und bringt ihn, dann geht es ja weiter. Er bringt ihn ja auch noch in eine Herberge und gibt dem Herbergswirt dann eben auch noch Geld, dass er sich weiterhin kümmert. Das ist ein Beispiel für diese Hilfe in Notsituationen, für diese Bedürftigkeit dieser Person. Ein anderer Begriff, der auch immer wieder so fällt, wenn es um Hilfe, um Hilfsbedürftigkeit geht, ist der Begriff des Altruismus. Das ist dieses selbstlose Handeln. John Rawls sagt in The Theory of Justice, also Theorie der Gerechtigkeit, Folgendes. Er definiert diesen Begriff. Eine altruistische Handlung geschieht aus dem Wunsch heraus, dem anderen wohlzutun. Bringt eine altruistische Handlung dem anderen sehr viel Gutes und geschieht sie unter erheblichen Opfern oder Risiken, so ist es eine selbstlose Handlung. Ja, okay, alles klar. Zutreffend. Er sagt dann weiter. Eine Handlung, die für den anderen sehr gut wäre, besonders wenn sie ihn vor großem Schaden oder Unglück bewahrt, ist eine natürliche Pflicht im Sinne des Grundsatzes der gegenseitigen Hilfeleistung. Und jetzt kommt's. Falls die Opfer und Gefahren für den Handelnden nicht allzu groß sind. Was heißt das denn? Das heißt, Altruismus, ja, gut, nötig, wichtig. Es gibt eigentlich auch eine wechselseitige Verpflichtung dazu, Hilfe zu leisten. Und dann kommt die Einschränkung, naja, aber wenn die Opfer und Gefahren zu groß sind, könnte man vielleicht auch den anderen Weg wählen und darauf verzichten. Also ich denke mal, das ist wenigstens diskussionswürdig, vielleicht auch höchst problematisch, die Aussage so. Ne? Und ich denke, das wird ja auch deutlich, wenn man sich das so vor Augen hält. Alle sind ja, denke ich, einig, da besteht Konsens. Bei den meisten helfen, ja, ist eine gute Sache. Den Freunden,
den guten Bekannten helfen, ja, ne? Den Fremden, den Andersartigen, den Andersdenkenden helfen, naja, dann bröckelt es vielleicht schon ein bisschen, ne? Und den Feinden helfen, dann denke ich, gehen wohl viele von der Stange. Ne? Und bei der Frage, wie viel kostet denn das Helfen? Dann wird es auch wieder ganz eng. Weil allzu viel darf es ja für viele Menschen eben nicht kosten. Und das ist der Punkt. Auch wenn wir hier von dem Buch reden oder dem Thema, das Christoph Wilker hier abgearbeitet hat, da haben Menschen, also Zeugen Jehovas, anderen geholfen. Ja, aber die anderen waren nicht irgendwer, das, also unter anderem haben anderen Menschen geholfen. Das waren aber Juden. Und Juden über Jahrhunderte lang stigmatisiert und als unheimlich schlecht gesellschaftlich angesehen. Juden haben sie geholfen. Und das reicht ja auch noch nicht. Sie haben Juden während der NS-Zeit geholfen. Und das ist ja eigentlich noch eine ganz andere Dimension. Da sind wir bei dem Punkt Opfer und Gefahr. Das war verboten. Und wer das gemacht hat, der stand in Gefahr, dass er eben ins Gefängnis-KZ kommt oder mit dem Tod bestraft wird. Das ist die Dimension dessen, was hier Christoph Wilker in seinem Buch untersucht, was das bedeutet, als Mensch seinem Mitmenschen, dem jüdischen Mitmenschen, helfen zu wollen. Und das in der Tat dann auch getan zu haben. Im Nachgang zu diesem Buch habe ich so nochmal an meine Dissertation gedacht. Da geht es ja darum, dass ich habe ja Bibelforscher Figuren in literarischen Texten untersucht und in literarischen Texten, die die NS-Zeit zum Gegenstand haben. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das denn in literarischen Texten? Ist es da auch so, dass Jehovas Zeugen als Handlungsfiguren auftreten, die altruistisch handeln, die als Samariter auftreten? Ja, in der Tat ist so. Es gibt also, oder es ist ein wesentliches Merkmal der Bibelforscherfiguren in diesen fiktionalen Texten, die also helfend anderen beispringen. Und dann fällt auch mehrfach dieser Begriff des Samariters. Allerdings muss man sagen, es findet sich fast keine Situation, wo Bibelforscherfiguren Juden beispringen. Außer Fred Bander, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe das ja nicht unter meiner Arbeit, nicht unter dem Gesichtspunkt, wie Christoph Wilker jetzt hier geschrieben, würde meinen, dass es nur der eine Text ist, Fred Wander, der siebente Brunnen. Da gibt es eine Situation im KZ Buchenwald, da ist ein älterer Zeuge Jehovas und ein weinender 12-jähriger Judenjunge. Und der Zeuge Jehovas, er will ihn streicheln, trösten, zieht dann aber zurück und zitiert das Bibelbuch Jeremia. Meiner Meinung nach die einzige Stelle. Jetzt könnte man ja sagen, aber das ist doch, wenn man Christoph Wilkers Buch gelesen hat, ist doch falsch, die Realität war doch anders. Dann sagt der Autor, na und, ist doch egal, ich mache eine fiktionale Welt und ich gestalte sie so, wie ich sie gestalten will. Fertig, aus. Punkt. So ist es dann eben. Ne? Aber der Grund dafür, warum eben auch diese Begegnung mit Juden, diese altruistische Tat in Verbindung mit Juden in diesen fiktionalen Texten nicht zu finden ist, liegt ja daran, dass die Autoren, die ich da untersucht habe, eben nicht jüdisch und politisch links sind. Und für diese Autoren, die also auch diese Zeit erlebt und überlebt haben, ist eigentlich typisch, dass sie, was die Darstellung und Einbeziehung von Juden als Handlungsfiguren eben ziemlich dünnen Fleck haben. Juden tauchen wenig oder gar nicht auf. Das ist ganz erstaunlich. Und es gibt ja auch einige, die sagen eben, naja, man müsste sich schon die Frage stellen, ob nicht so ein versteckter Antisemitismus da vielleicht auch drinsteckt, dass man also die Juden da so außen vor gelassen hat, obwohl auch die historische Realität es nahelegen würde, dass sie eben auch in der Romanhandlung im Erzähltext mit auftauchen. Aber ich denke, das ist ein Grund, warum es fast nicht diese Begegnung Bibelforscherfigur mit Juden und dann diese Helfergeste, diese altruistische Tat zu finden ist. Christoph Wilkers Buch, finde ich, da findet sich ja der Begriff erstmals, und das ist ja wirklich wichtig. Es ist zum ersten Mal, also seit 1945 sind es ja fast 80 Jahre, ne, dass dieses Thema überhaupt bearbeitet wird. Ne? 80 Jahre ist das links liegen gelassen worden, muss man nicht schlecht entwickeln oder erscheinen. Es ist eben einfach, das Faktum war so, das war nicht auf dem Schirm. Und eigentlich in diesem Buch ist es zum ersten Mal, dass sich jemand diesem Thema gewidmet hat. Und das ist schon bemerkenswert und allein das, denke ich, macht es schon lesenswert, dieses Buch. Also persönlich finde ich auch, wenn man diese
Beschreibung der Person, dieser Begebenheiten, da wo Jehovas Zeugen jüdischen Mitmenschen geholfen haben, liest, das ist schon bewegend. Nicht? Und das ist, wenn man das alles so zusammennimmt, diese einzelnen Episoden, schon etwas, was eben auch als Beleg dazu dient. Jawohl, Jehovas Zeugen haben, so es denn irgend ging, diese Möglichkeiten schon besucht und auch wahrgenommen. Was ich auch gut finde bei dem Buch ist, es gibt ja manchmal diesen Vorwurf, Jehovas Zeugen hätten sich, also besonders in der Frühphase des Nationalsozialismus, versucht, dem System sich anzubiedern. Und eben auch das so bewerkstelligt hätten, indem sie auch Antisemitisches aufgegriffen hätten und eben auch sich antisemitisch geäußert hätten. Das bezieht sich hauptsächlich auf die Wilmersdorfer Erklärung. Das war ja Juni 33, ein Kongress, den Jehovas Zeugen durchgeführt haben. Da wurde so eine Resolution verabschiedet und darauf beruft man sich. Ja, jetzt kann man sagen, okay, da ist einiges unglücklich formuliert. Ja, das kann man sagen. Aber andererseits zeigt das Buch ganz deutlich unter Rückgriff auf das Schriftgut von Jehovas Zeugen aus der Zeit, dass dieser Vorwurf überhaupt nicht zutreffend ist, nicht? Sondern dass es eben schon anhand dieser Schriften, die damals von Jehovas Zeugen herausgegeben worden sind, deutlich wird, dass da ganz klar gegen den Nationalsozialismus Front gemacht wurde, dass auch Partei ergriffen wurde für die Juden. Aber das kann man im Einzelnen da ja auch nachlesen. Der Titel lautet ja Helfer, Judenhelfer, unbekannte Judenhelfer, in der Tat. Unbekannte Judenhelfer sind es. Man könnte sie auch als stille Helden bezeichnen. Das ist ja auch 2008 eine Gedenkstätte, die in Berlin aufgemacht wurde, die diesen Titel ja auch trägt. Ne? Stille Helfer, ja, ist sicherlich auch zu treffen. Dann gibt es von Yad Vashem, also ab 1948, das ist ja die Gedenkstätte in Israel, auch dieses Prädikat, was Menschen verliehen wird, die eben Juden geholfen haben in der NS-Zeit. Und dieser Titel lautet Gerechte unter den Völkern. Das hört sich natürlich sehr gewichtig an, ist es ja eigentlich auch. Und da sind ja auch einige Zeugen Jehovas, ne? 6, glaube ich, Christoph, ja, ne? Auch notiert und mit diesem Titel geehrt worden. Gut, wahrscheinlich würden das Jehovas Zeugen nicht so für sich diesen Titel verteilen oder annehmen. Wäre ein bisschen, sie würden es für arrogant halten. Aber ich denke, wenn das andere machen, wenn es noch zu dem jüdischen Menschen machen, ist es okay. Dann wird das so sein. Ja, stille Helfer oder eben unbekannte Judenhelfer, ja, das ist bezeichnet dafür und das trifft es. Ich denke mal, ich werde jetzt an Frau abgeben und dann an Herrn Mülliger. Und ich denke, nach dem Gespräch wird das mit dem Unbekannten ein bisschen weg sein. Dann wird es ein bisschen bekannter sein. Und wer das Buch liest, für den wird es dann noch bekannter werden. Ich darf mich ganz herzlich bedanken.